Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge F1 2019, hier bei Heisenberg zockt. So, Houston, we have a problem. Und zwar folgendes. Ich habe jetzt mal Karriere fortsetzen gemacht, die neue Saison gestartet, aber da ist nichts mit DRS einstellen. Nirgends, geht nicht. Geht einfach tatsächlich nicht, das kann man nicht machen. Warum auch immer. In den Kommentaren stand noch, das wäre bei jedem Menü unten zu finden. Nein, ist es tatsächlich nicht, es geht nicht. Wir haben gewechselt zu Ferrari und die haben uns tatsächlich genommen. Unglaublich, trotz unserem Ruf. Aber jetzt das Problem ist halt, kein ERS. Ich möchte nicht ohne ERS spielen, ich möchte das jetzt mal testen. Das heißt aber nicht, dass wir jetzt aufhören, keine Angst. Wir werden jetzt einfach die Karriere beenden und machen, ich würde vorschlagen, die Meisterschaft. Was ich auch noch hatte, ist, dass mein Lenkrad plötzlich keine Force Feedback mehr hatte. Ich kann es fast nicht aussprechen, weil es so schrecklich ist. das geht jetzt wieder. Was das wieder war, weiß ich auch nicht. Also, wir haben hier Karriere, Grand Prix, Meisterschaften. Ich möchte jetzt mal Meisterschaft testen. Und zwar das hier. 7 von 21 freigeschaltet. Okay, tritt gegen die großen Namen der Formel 1 an, um Weltmeister zu werden. Das ist eigentlich genau, was wir wollen. Ich hoffe, hier kann ich noch was einstellen. Sonst müssen wir das nochmal anders lösen. 2019 4 Formula. Streckenliste, das sind alle Strecken, alle Runden, Training und so weiter. Wir schauen uns das einfach mal an. Machen wir mal. Wir gehen zu Ferrari, weil wie gesagt, wir haben ja zu Ferrari gewechselt. Okay. Machen hier den Herrn Leclerc, würde ich sagen. Und jetzt kann ich hier nämlich tatsächlich das einstellen, was ich möchte. Also Gameplay. Das ist, wie wir es hatten. Fahrhilfen. Da sieht man, ERS-Modus ist eh schon auf manuell, sonst hätte ich das im Stream ja nicht machen können. Den Rest lasse ich mal, wie wir es haben. Wetter und Tageszeit lassen wir auch, weil da möchte ich wieder unter realistischen Bedingungen fahren, auch wenn ich den Regen nicht mag. Aber ich möchte trotzdem realistisch fahren, so gut das geht. Haben wir sonst noch was? Nein. Aber hier haben wir natürlich noch was. Training. 30 Minuten. Das können wir aber abbrechen. Und das Qualify können wir, glaube ich, auch abbrechen. Beziehungsweise wir machen wieder ein Blitz-Qualify. Das funktioniert. Aber das Training... komplett. Ja, das geht tatsächlich nicht kürzer. Okay, und hier Renndistanz. Ne, da machen wir da die 50%, würde ich sagen. Ne, 25 hatten wir. Nicht. Moment, 25 oder 50? Ne, 25 hatten wir. Ich würde sagen, das lassen wir. Weil sonst, die Videos werden sonst 3 Stunden lang. Das kann es irgendwie auch nicht sein. Gut. Gut. Habe ich was vergessen? Alles eingestellt. Okay, irgendwie habe ich gerade... von draußen, das klang gerade wieder Momentchen, als würde hier ein Hubschrauber auf dem Dach landen. Hat man es meinem Gesicht angesehen? Ich glaube ja. Meine Stimme versagt schon wieder. Egal, wir starten die Session. Und los geht's in Australien. Ich bin mal gespannt. Weil in den Kommentaren stand auch ab und zu mal spielt auch die Meisterschaft. Die ist nicht ganz so komplex wie die Karriere. Jetzt schauen wir mal, wie das hier so ist. Auf alle Fälle, ich habe jetzt mein ERS. Wir werden heute mit Sicherheit einen spannenden Formel-1-Tag hier in Melbourne erleben. Jeden Mal Moment sollten die Fahrer auf der Strecke auftauchen und uns ein interessantes Training bieten. Okay, das sind natürlich wieder die gleichen Sprüche wie bei der Karriere. Zu lernen und herauszufinden, ob sie nach dem Zusammenbau des Autos an der Strecke sich für das richtige Setup entschieden haben. Also Stefan Römer, warum erzählst du uns nicht, was die Fahrer in dieser Session alles anstellen werden? Kennen wir, das brauchen wir eigentlich nicht mehr. So, wie gesagt, wir sind jetzt natürlich nicht mehr im Mercedes unterwegs, sondern im Ferrari. Ganz einfach, weil in der Karriere, das habt ihr leider nicht gesehen. Ich habe es zwar aufgenommen, aber ich konnte es nicht brauchen, weil Force Feedback nicht tat und eben ich das ERS nicht einstellen konnte. Deswegen habe ich jetzt hier auch den Ferrari genommen. Gut, wir gucken mal. Reifenauswahl, soweit okay. Jetzt haben wir natürlich nicht mehr diesen Baum, den wir sehen wahrscheinlich, von wegen Wetter etc. Jetzt muss ich mal gucken. Ah, hier kann man das Ganze sogar abbrechen, okay. Jetzt muss ich mal gucken, wie macht man das am besten. Also erst laden wir mal ein Setting. Nein, falsch, da wird sich nicht viel dran ändern. Wir brauchen Australien und zwar habe ich hier Red Bull und ich habe hier Mercedes. Ich glaube, das Red Bull... Nee, wir nehmen Mercedes. Okay, nehmen wir. Dann Reifen, hier haben wir das. Okay, ein neues Setup für dich. Ein Feebaum haben wir auch keinen mehr. Das ist natürlich ein bisschen schade. Das war auch immer relativ nett. Aber ich möchte tatsächlich jetzt nicht nochmal einfach eine
eine Saison fahren, so wie ich jetzt gefahren bin. Wenn ich schon was dazulerne mit diesem ERS eben, dann möchte ich das natürlich auch einfach entsprechend nutzen können. Und wenn das in der Karriere nicht geht, also ich hoffe, ihr versteht, dass wir jetzt hier gewechselt haben. Gut, können wir. Wir können eigentlich, wenn wir hier rausgehen, dann können wir zumindest mal hier eine fliegende Runde machen mit unserem Ferrari und gucken, wie das Setting ist. Und ich hoffe, mein Force Feedback funktioniert jetzt wieder. Wehe. Na, ich werde es gleich wissen. Jawohl, da ist es wieder. Sehr schön. Ich muss einfach den PC neu starten. Ganz komisch. Dann hat es wieder getan. Vorher hat es nicht mal getan. Nicht mal mehr. Boah, okay. Eieiei. Nicht mal im Treiber drin hat das mehr funktioniert. Das war ganz interessant. Also im Treiber kann man halt tatsächlich die Force Feedback Stärke etc. einstellen. Da wurde nichts mehr erkannt von wegen Force Feedback. Ich dachte schon, eieiei. Nicht jetzt wieder Lenkradstress und das Ding ist kaputt. Nee, nee. Es war tatsächlich so. Einfach neu starten den PC, das nochmal anschließen und jetzt hat es funktioniert. Aber jetzt zu diesem Training hier. Im Moment gefällt mir noch nicht, was ich hier eingestellt habe, oder habe ich mich zu wenig konzentriert? Kann auch sein. Wir machen sicher nochmal eine Runde. Ja, das geht eigentlich relativ gut. Neben der Ferrari, der müsste einfach auf der Geraden halt wirklich schnell sein, dass wir hier auch wirklich eine Chance haben mitzukommen. So, jetzt habe ich hier, obwohl ich ERS einstellen kann, noch gar nichts gemacht. Ja gut, im Training brauchen wir hier ERS nicht zu beuteln. Das macht keinen großen Sinn. Das hören wir dann im Qualify, ist es sowieso auf Hotlap, ganz klar. Und im Rennen, ja, da wird es eben interessant. Da müssen wir das Ganze dann variieren. So, jetzt mal gucken, ob das hier tatsächlich halbwegs mit den Kurven passt. Also das wäre hier, das wäre okay. Was nicht gepasst hat, ist dort der Beginn. Da muss ich entweder stärker bremsen oder ich muss tatsächlich gucken, ob ich nicht ein anderes Setting verwende. Wir sind natürlich tatsächlich relativ schnell. Also ich habe zumindest das Gefühl, es wirkt so, als wären wir relativ schnell. Das kann natürlich auch täuschen. Ja, genau. Hier kommt eine relativ hässliche Kurve. Und dann geht es ja wieder auf Start ziehen. Okay, und jetzt machen wir nochmal eine schnelle, ohne dass ich hier groß an Force Feedback etc. rumstudiere. Ich werde jetzt aber auch tatsächlich eben mit ERS mitmachen. Du hast gerade die bisher schnellste Runde dieser Session gefahren. Hallo Jeff, auch zu Ferrari gewechselt, das freut mich. Ich habe deine Euphorie fast schon ein bisschen vermisst. So, wenn wir als einziges Fahrzeug unterwegs sind, ja, da muss ich mehr bremsen. Also das Setting ist soweit okay. Die Frage ist, wie schnell ist es? Das werden wir wissen, wenn wir das Qualify haben. Ja, ein bisschen Wiese kann man auch mitnehmen, warum auch nicht? Ich kenne den Gärtner, der schimpft schon nicht. Passt soweit. Okay, ich würde sagen, jetzt muss ich gucken, wie ich hier das Ganze beende. Das werde ich aber rausfinden. Ich mache aber noch kurz die Runde zu Ende, dass wir da das Startziel dann anhalten. Aber schade eben, dass hier tatsächlich ein Feebaum ist. Das ärgert mich ein bisschen. Aber ja, Feebaum oder ERS. Und vor allem eben... Wir haben die Karriere ja tatsächlich schon gemacht. Also von daher jetzt da nochmal eine Saison zu machen mit den gleichen Einstellungen, ich weiß nicht. Wir hätten zwar einen Ferrari gehabt statt einen Mercedes, aber nee, hat mich tatsächlich nicht gereizt. Ich wollte jetzt hier eine neue... Oh, hier muss ich aber tatsächlich früher bremsen. Ich wollte eine neue Herausforderung. Gut, wir gucken mal, was wir hier machen können. Neu starten, beenden die Session. Okay, machen wir mal. Wir schauen, was dabei rauskommt. Genau das gleiche, er fährt wieder weiter. Obwohl das Ganze nicht beendet ist. So, da jetzt alle Fahrzeuge die Ziellinie überquert haben, schauen wir jetzt noch einmal. Okay, so kann man es beenden. Da müssen wir jetzt ins Qualify kommen. Würde ich mal meinen. Ins Blitz Qualify. Stand dort sogar. Was ist mit meiner Stimme los? Komm in die Gänge, du Teil. So. Okay, das werden wir überspringen. Ich möchte hier natürlich... halt. Ja, da haben wir es geladen. Passt. Haben wir ja auch irgendwie Zugriff auf den Motor etc., dass wir da doch noch ein bisschen was machen können? Oder ist das... im Prinzip fehlt das, weil... Ja, für ein Rennen muss man da nicht viel machen. Kann natürlich sein. Ja gut, dann lassen wir es. Wir gehen zur Strecke. So, machen dieses Blitz-Qualify. Na, kann ich? Jawohl. Maximal und Hotlap, das ist perfekt. Das ist genau, was wir brauchen fürs Qualify. Und jetzt nicht labern, sondern eine gute Position hinkriegen.
gutes Tempo haben und den Geist abhängen, aber eben nicht auf den Geist achten, sondern hier mein eigenes Rennen fahren. Bis jetzt sieht es eigentlich relativ gut aus, würde ich behaupten. Das ist wieder eine kritische Stelle dort, wenn man dort zu sehr auf die Curbs kommt, dann dreht es einen mit hundertprozentiger Sicherheit wieder weg. Da muss ich aufpassen. Und da kurz vorm Ziel ist dann noch so eine relativ giftige Kurve. Hier kann man mit Schwung nehmen. Okay, das passt schon mal. Für tiefstehende Sonne. Nicht in die Wiese, das kostet Zeit. Das wollen wir nicht, dass es Zeit kostet. Wir wollen hier schnell fahren. Ich gucke jetzt, gucke ich mal nach hinten? Ich glaube ja. Ui, der ist ja meilenweit entfernt. Okay, heiliges bisschen, warum das denn? So, wo ist diese giftige Kurve? Die kommt jetzt, glaube ich. Genau hier nach dem, dachte ich. Da kommt man ins Kies rein. Ja, okay, früh genug bremsen, dann ist das kein Ding. Sag mal, wo sind wir denn mit der KI hier? Ich dachte bei 75, kann das sein? Oder bei 76? Oh, jetzt überholt er uns. Echt jetzt? Ich wollte gerade sagen, die KI, die ist ja nicht so fit, aber okay, da hat er uns tatsächlich noch mal kurz eingeholt. Vielleicht ist einfach auch das Auto natürlich einfach gut. Das Qualifying ist beendet und wir werfen noch einmal der Herr Hamilton auf unsere Top 3. Hamilton, Leclerc und Valtteri Bottas. Damit ist das Qualifying beendet, aber seien Sie unbesorgt, wir sind schon morgen zurück mit dem eigentlichen großen Preis. So, ist zwar egal, weil links, rechts, das habe ich jetzt nicht gestört, aber das Kabel war da und im Weg. Ich dachte, das ist doch sonst nicht im Weg. Und wenn man halt die ganze Zeit Probleme hat hier mit Force Feedback und man kann dort nicht ERS und überhaupt, dann denkt man sich dann plötzlich, jetzt geht das halt auch nicht mehr. Es geht. Man muss den Kopfhörer drehen. So, sehr gut. Also, haben wir geschafft. Immerhin Platz 2. Ist in Ordnung, denke ich. Auch wenn ich jetzt wirklich das Gefühl hatte, wir sind meilenweit entfernt. Aber ja, wieder auf der Geraden hat der Kollege dann doch nochmal ordentlich aufgeholt, der Herr Hamilton. Sagen wir. Gut, das Rennen. Willkommen bei der Formel 1 Weltmeisterschaft 2019. Wir sind beim ersten Rennen einer bestimmt spannungsgeladenen Saison. Ich glaube, dieses Jahr wird eine besonders knappe Angelegenheit. Aber im Formel 1 Zirkus kann man sich ja nie sicher sein. Lassen wir uns überraschen. Das heutige Rennen findet im australischen Bundesstaat Victoria statt und auf die Fahrer warten 16 Kurven, 5,3 Kilometer Streckenlänge und eine Durchschnittsgeschwindigkeit von ca. 193 km/h. Okay, Unfälle nicht sehr schnell. Aufgrund der nahen Mauern fast unvermeidlich. Die vergangenen Jahre zeigen uns, dass ein Safety Car fast immer an der Tagesordnung ist. Auch heute werde ich wieder von niemand anderem als Stefan Römer begleitet. Zwischen den Grand Prix passiert natürlich einiges, was die Entwicklungsarbeit der Autos angeht. Du weißt sehr viel darüber, wie Testfahrer und Rennfahrer zu gehen. Wir die Startaufstellung. Bei uns passiert da leider nichts mehr. Okay, ich würde sagen, wir starten. Gehe mal schwer davon aus, Kollege Setting ist noch installiert. Alles andere wäre komisch, weil wir haben Park Fermé. Denk daran, der Weg bis Kurve 1 ist nicht sehr lang. Die Kurve bietet etwas Platz, aber geh keine Risiken ein. Kann sein, dass Gegner versuchen werden, dich innen zu überholen. Okay, also, die neue Saison startet. Ob wir das jetzt als Karriere machen oder hier in der Meisterschaft, ist eigentlich Schnuppe, finde ich. Wir machen das jetzt und wir wollen tatsächlich vorne mitfahren. Mal gucken, ob es klappt. Wie gesagt, jetzt neu. Mit dem ERS-Einsatz. Allora, wir starten. So, da haben wir schon mal Hotlap, okay. Gleich auf die Ideallinie düsen. Ja, ich glaube, der Start war besser als auch schon. Den muss ich noch vorbeilassen, sonst kachelt es hier. Das möchte ich natürlich nicht. Unseren Teamkollegen hier. Ich bleibe bei Hotlap. Ich werde jetzt, keine Ahnung, jetzt nicht die ganze Zeit... Oh, wir überholen ihn. Die ganze Zeit mein ERS sozusagen kommentieren. Aber zu Beginn möchte ich schon kurz erklären, was ich hier vorhabe. Nämlich eben, dass ich das ERS jetzt in der ersten Runde mal nutze. Und danach werde ich dann natürlich haushalten müssen damit, das ist klar. So, jetzt aber aufs Rennen konzentrieren. Kollege Bottas, das sind glaube ich die beiden Mercedes hier vorne. Das waren sie mit Absicht, weil wir kommen ja eigentlich vom Mercedes. Also, jetzt konzentrieren wir uns auf den Rest des Rennens. Machen wir. Ja, ich würde sagen, plus minus etwa gleich schnell, die Fahrzeuge, auch auf der Geraden. Wir sind sogar ein bisschen schneller, aber ich weiß natürlich nicht, was Bottas eingestellt hat. An ERS, an Benzin, das weiß ich tatsächlich nicht. Wir sind ein bisschen schneller, schau an. Oh, wir sind tatsächlich schneller. Ah, das ist ja angenehm.
Haben wir, glaube ich. Jawohl, den haben wir schon geholt. Sauber. Aber ich kann natürlich jetzt nicht die ganze Zeit hier mit Hotlap rumfahren. Da muss ich aufpassen. Ich gehe schon mal ein bisschen runter, weil es hier kurviger wird. Und jetzt muss ich gucken, dass dort der Erste nicht abhaut. Ich kann gerade nicht gucken, wer das ist. Das ist der Kollege Hamilton. Oh, der muss wieder hoch. Oh. Ja, jetzt holt er uns wieder. Okay, da, aber das ist cool. Das gibt richtig schöne Duelle. Das gefällt mir. Das ist genauso, wie ich es haben möchte. Jetzt muss ich da ein bisschen bremsen. Und da hinten kommt schon der Nächste. Eieiei. Ja, hier ein bisschen runter. Ja, da zieht es mich zu weit raus. Das ist ärgerlich. Eine coole Strecke. Ich mag eigentlich Australien eh. Sorry, wenn ich gar nicht so viel sage, aber ich muss mich daran gewöhnen, dass ich eben mit ERS noch arbeite. Wir laden das mal wieder auf. Das war nicht ideal, ganz klar. Das heißt, wir gehen wieder rauf. Weil sonst werden wir dann gleich Opfer hier von Kollege Vettel. Das möchte ich uns irgendwie geht verhindern. Ich möchte im Gegenteil den hier vorne eigentlich wieder einholen. Hömmel haben wir erwischt. Auftrag erfüllt.